Hey, hey, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute Mark Henry im Wrestler Talk. Und erstmal schönen Dienstagnachmittag, wenn ich mich nicht ganz irre. Weil ich nehme das hier ein bisschen früher auf, aber ich muss euch ja immer mit dem jeweiligen Tag begrüßen. Ja, Dienstag stimmt. Und ich würde sagen, ich erkläre hier nochmal ganz kurz, wie das so läuft mit meinen Videos, bevor ich hier dann über Mark Henry durchstarte. Und zwar mache ich es ja so, ich produziere immer Videos vor und lade die dann zu gewissen Zeitpunkten hoch. Deswegen läuft ja auch nicht bei mir die Road to Glory, bei euch wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, ich nehme jetzt Videos auf, die ich dann montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag hochlade. Denn so schaffe ich es dann, dass jeden Tag ein Video kommt für euch. Und das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Genau. Bleibt noch irgendwas zu sagen. Morgen kommt natürlich die Raw Review, also am Mittwoch. Und ich finde, wenn ich mir hier diese Videos vorproduziere, ist es ja, also beim Wrestler Talk ist es ja nicht schlimm. Weil du hast da überhaupt keinen zeitlichen Bezug. Es sei denn, der Wrestler, über den ich jetzt vorher spreche, stirbt morgen oder gewinnt den Titel irgendwie morgen oder irgendwas passiert morgen und ihr seht das dann übermorgen zum Beispiel, dann wäre es natürlich mit zeitlichem Bezug, aber so ist es, denke ich mal, kein Problem. Und wir reden heute über Mark Henry, the World's Strongest Man, und ich muss erstmal sagen, Respekt für den. Der Typ ist vielleicht wirklich der stärkste Mann der Welt. Also, okay, vielleicht jetzt nicht so krass, aber man muss sich mal seine Rekorde angucken, was er alles geschafft hat. Also, der Typ ist echt. Olympische Spiele war da dabei, Kraft-Dreikampf und so weiter. Also, das ist auf jeden Fall krass gewesen, wo der schon überall war. Mark Henry, viele sagen ja auch, es ist nur so ein Gimmick oder so. Und ja, gut, man kann sich nicht vorstellen, dass er wirklich der stärkste Mann der Welt ist, aber er gehört auf jeden Fall zu ein paar der stärksten Männern der Welt, denn der Typ ist einfach irre. Also ihr müsst euch nur mal, geht Wikipedia, Mark Henry, und dann guckt euch mal die ganzen Rekorde an, die er da aufgestellt hat im Gewichteheben. Das ist krank, was der für Sachen hebt. Und ja, das dazu. Ich guck gerade, haben wir den hier irgendwo? Ich glaube, den habe ich nicht mal in meinem... Doch, hier, aber nur auf ultra selten. Auf ungewöhnlich. Genau. Allgemein, Mark Henry... Was mir gerade so in den Sinn kommt, wenn ich an Mark Henry denke, ist ja dieser Spot 2013, wo er ja seine Karriere angeblich beendet und dann alle schon so emotional gestimmt sind und auf einmal kommt Cena raus und geht zum Champion-Titel hin. Hier, nimm ihn ein letztes Mal, the Champ ist hier. Mark Henry hält so den Titel hoch, war ein letztes Mal noch gedanklich Champion dann. Dann gibt er ihm den Titel wieder. Die beiden wollen sich nochmal die Hand geben und John Cena will gerade gehen und BAM! Pff, World's Strongest Man, absolute Vernichtung, geile Promo. Super, super rübergebracht auch von Mark Henry. Wie er das dann gemacht hat und so weiter, war ja dann auch so ein bisschen sentimental und so weiter und emotional angehaucht, die Promo. Aber das war auf jeden Fall eine coole Sache. Hat mir sehr, sehr gefallen. Also, allgemein, Mark Henry ist auch super am Mikrofon. Und der kann das auf jeden Fall. Also, er ist jetzt gut. Es gibt natürlich so Leute wie den hier, Mr. Rock. Die sind natürlich noch besser, aber das ist ja kein Vergleich. Und Mark Henry reicht von mir aus als Mic Worker. Also, viel mehr brauche ich da jetzt nicht unbedingt. Mir gefällt seine Darstellung halt einfach, wenn er wie dieses unbesiegbare Biest dargestellt wird. Also solche Darstellungen braucht man einfach in der WWE. Solche Darstellungen braucht man bei Brock Lesnar. Das sind einfach die Superheels. Das sieht man auch bei Lucha Underground. Cage, der ist absolut super drauf gerade. Falls ihr nicht wisst, wer das ist und so weiter, guckt euch auf jeden Fall Lucha Underground an. Das ist eine Wrestling-Liga, eine ziemlich neue, die auf jeden Fall krass ist. Also ihr könnt ja mal auf meinen Kanal gehen. Die letzte Lucha Underground Review ist am Sonntag online gekommen.
könnt ihr ja mal reinhören und falls es euch gefällt, dann könnt ihr da gerne mal einschalten. Ich verlinke auch da immer die Episoden zum Angucken unten in der Videobeschreibung. Und außerdem ist ja auch in der Beschreibung immer der Link hier, Wrestling gucken, Doppelpunkt, http://www.watchwrestling.ch, die beste Seite für Wrestling gucken, da gibt's wirklich sehr, sehr viel und die Leute da geben sich auch wirklich Mühe. Es gibt auch viele, die diese Seite kritisieren, ich sehe das gar nicht ein, also ich finde die Seite einfach nur geil, aber ja, das nur so am Rande erwähnt. Es soll ja auch Mark Henry gehen. Also wie gesagt, mir gefällt der Typ auf jeden Fall, wenn er als Beast dargestellt wird. Ihr müsst euch nur mal Randy Orton gegen Mark Henry Night of Champions angucken. Dann seht ihr, was so ein Beast ist. Oder was ein eine Monsterdarstellung ist. Das ist einfach immer so geil, wie er den dann zerlegt hat und dann die Reaktion von der Crowd. Das ist einfach Gold wert, ey. Also ohne Witz, der Typ, bester Mann. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt Mark Henry Fan. Ich finde ihn jetzt auch nicht so krass, was jetzt in letzter Zeit abgelaufen ist mit Rusev und so weiter. Er ist eigentlich auch jemand, der die ganze Zeit turnt. Genauso wie Big Show. Gestern habe ich ja über den geredet. Übrigens Big Show und Mark Henry. Größte Rivalry überhaupt in der WWE. Das ist halt zwei große Leute gegeneinander stellen und Vince hat dann hier gleich wieder ein Match, was er dann 100.000 Mal sehen muss. Ihr müsst euch, ich weiß gar nicht, wie viele Matches es zwischen Big Show und Mark Henry gab. Dann treten sie wieder als Tag Team auf, dann mögen sie sich wieder nicht, also es ist sehr eigenartig mit den beiden. Aber gut, das ist Wrestling, ne? Genau. Mark Henry, ich weiß jetzt nicht, was soll ich noch groß zu ihm sagen. Mir gefällt er als Zerstörer. Könnt ihr auch mal eingeben. Top Moments von Mark Henry. Da findet ihr auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen. Unglaublich geile Matches hatte Mark Henry jetzt nicht. Ich erinnere mich eigentlich an keins. Also technisch, nee, war da eigentlich nie wirklich was dabei, was wirklich anspruchsvoll war. Aber allgemein, Mark Henry ist natürlich ein cooler Typ. Und ja, das zu Mark Henry. Schreibt eure Meinung zu ihm in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.